Erstmals in unserem Wochenmagazin dürfen wir Ihnen heute das Slow Food Studio der Kolleginnen und Kollegen von Highway TV präsentieren. Im Literaturmagazin von Werner Anzenberger sind stets interessante Persönlichkeiten aus der Welt der schreibenden Kunst zu Gast. So wie auch diesmal, wo einerseits die aus Teheran stammende Ingeborg Bachmann-Preisträgerin Nawar Ebrahimi zu Gast war und andererseits die Grafikdesignerin Sabine Preßlauer. Gemeinsam haben sie das Buch Einander geschrieben und worum es dabei geht, das sollten die beiden am besten selbst verraten. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserem Literaturformat Slow Food begrüßen. Und heute gibt es eine Premiere. Wir haben erstmals zwei Literaten, in diesem Fall Literatinnen, bei uns, beziehungsweise man muss präziser sein, eine Literatin und eine Designerin, eine Grafikerin. Wer erzählt uns und vor allem unserem Publikum, wie ihr zu diesem Buch gekommen seid, wie ihr beide zueinander gefunden habt? Sabine, Nawa? Ja, also kennengelernt haben wir uns in der Kinderkrippe. Da haben wir uns einfach auf Anhieb gut verstanden. Wir haben ungefähr so 2-3 Wochen, glaube ich, eingewöhnt und saßen dann in so einem Kämmerchen auf einem zu kleinen Stühlen eine Weile oder den ganzen Vormittag rum. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Aber es hat dann noch eine Weile gedauert, bis wir dann auch quasi angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Das war, glaube ich, schon so kurz vor der Pandemie haben wir so die ersten Überlegungen gemacht, beziehungsweise du hast, glaube ich, schon früher auch diese Idee gehabt, Anlass oder Auslöser, könnte man sagen, war, dass wir häufiger über unsere Familien geredet haben und auch über unsere Mütter und dass es eben manchmal so schwierig ist, andere Gespräche zu führen. Also dass man meistens dann mit der Mutter immer das Gleiche redet oder auch mit anderen Familienmitgliedern, aber dass man selten eigentlich wirklich was erfährt. Es kommt ja auch noch dazu, dass man, wenn man die Oma oder den Opa fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten oder zum Geburtstag, dann sagen die ja meistens, ich habe schon alles, ja. Ich brauche eigentlich nichts mehr, nur Zeit mit dir. Und das ist so ein kleiner Unterstützer, um gemeinsam wirklich gute Zeit miteinander zu verbringen. Kannst du mir sagen, wie ihr euch das aufgeteilt habt? Also es war natürlich ursprünglich so, dass wir uns erst einmal genau darüber unterhalten haben, wie könnte man so ein Buch angehen. Wir haben uns dann natürlich zuerst darauf konzentriert, Nawa schreibt Texte, ich mache die Grafik. Das hat sich dann immer im Laufe der Zeit immer mehr vermischt, indem wir halt immer mehr über das Buch gesprochen haben. Also dieses Einander ist ja auch für uns programmatisch dann irgendwann einmal geworden. Und dann ist eins ins andere übergegangen. Das heißt, dieses Wendebuch, diese Idee zum Wendebuch kam dann von Nawa und dann auch wieder von mir. Also ich weiß gar nicht mehr manchmal, was von wem kommen ist, weil das so ineinander geflossen ist. Grundsätzlich natürlich sind die meisten Texte von der Nawa geschrieben und ich habe mir an 2 Texten auch probiert. Und es war dann auch so, dass wir einen Text dann noch weitergeführt haben. Also eine hat einen Text geschrieben, das ist der Urlaubstext, wo die Mutter mit der Tochter nach Lignano fährt oder ans Meer fährt. Und Nawa hat dann das Spiegelbild dazu geschrieben. Ja, also wir haben quasi versucht, in unserer Arbeit auch das Ganze zu spiegeln, genauso wie das Buch gespiegelt ist. Von jeder Seite haben wir quasi uns begonnen anzunähern und in der Mitte haben wir uns tatsächlich dann auch wirklich getroffen. Und was hat das mit eurer Beziehung, mit eurer Freundschaft ganz offensichtlich gemacht, Nawa, dieses Buch, das gemeinsame Arbeiten, vor allem aber an diesem Thema, nicht? Einander. Was hat das mit euch beiden gemacht? Ja, also wir waren uns ja vorher schon sehr zugetan, aber ja, das verbindet natürlich noch mal mehr. Also wir haben natürlich dadurch auch viel über Familien geredet. Wir haben ja auch die Texte, die Ideen für die Texte haben wir auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis gesammelt. Also wir haben wirklich rumgefragt und
haben auch in unseren eigenen Biografien ein bisschen gewühlt und weil wir eben da auch eine große Bandbreite an Texten und Stimmen sammeln wollten. Und ja, wir haben uns sicherlich auch noch mal besser kennengelernt. Wir wissen, dass wir jetzt auch zusammenarbeiten können, ohne uns zu verkrachen. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Wir sind einander jetzt sicher auch noch mal einen Ticken näher gekommen. Eben in Sachen Inklusion haben wir auch uns bemüht, auch vom Idiom her Deutschland und Österreich zu vermischen. Und eben in Deutschland ist die 6 die schlechteste Note, wobei die, glaube ich, de facto nicht mehr vergeben würde. Aber ja, genau. Und der kleine Junge ist 3, der da den Trotzanfall hat. Ja, genau. Aber meine sind eigentlich, also so üble mit auf den Boden werfen oder so gibt's nicht mehr. Da sieht man wieder einmal, dass Karl Kraus recht gehabt hat. Er hat gesagt, nichts trennt die Deutschen und die Österreicher mehr als die gemeinsame Sprache. Meine Damen, schön, dass ihr bei uns wart. Ich darf das Buch noch einmal vorstellen. Nawa Ebrahimi und Sabine Breslauer. Einander. Ein wirklich empfehlenswertes, lesenswertes Buch. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke sehr. Dankeschön.